Ja, das sieht nach Zombies aus. Herbert, how did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we plan. Huh. War der Zombie-Schrei jetzt gerade in der Rückblende oder wirklich? Ist so meine nächste Frage. Aber ich glaube, das finde ich dann wohl gleich raus. Eine Tür, zwei Türen, drei Türen. Und ein schwarzer Fleck. Die ist wohl zu. Das kann ich so dann wohl aufdrehen. Der Trick ist eigentlich uralt, möchte ich mal sagen. Ne? Nur am Rande. Oh Gott, ich kann zaubern, es ist offen geblieben. Ich weiß gar nicht, wie alt der Trick ist. So. Sehr gut. Da bleibt die Hoffnung, dass die Zombies sich nicht ducken können und ich deswegen da einen sicheren Durchgang habe, wenn ich verfolgt werde. Das ist so die Hoffnung. Okay, was mit den anderen Türen? Sind das normale oder auch zum Aufdrehen? Die sieht normal aus. Und ist auch eine Sackgasse, das ist schön. Ein Rohrstück, das muss ich wohl vielleicht irgendwo benutzen, keine Ahnung. Gewichte. Noch irgendwelche Fackeln, die ich hier anmachen könnte. Ich meine, hier müsste ich wohl keine Angst davor haben. Aber nee, anscheinend keine. Ah, doch, eine Kerze. Immerhin. So, drei Dinger zum Drehen. Ich drehe halt mal einfach eins. Und drei Gewichte, die hier rumhängen. Muss ich die... Oh, es steckt fest. Etwa ins Gleichgewicht bringen. Es steckt fest und... Es steckt fest. Ja, toll. Wofür war dieses denn? Gewicht kann ich nichts machen. Das Rohrstück sieht doch auch verdächtig aus. Ich kann es hier baumeln lassen, ja. Irgendwas, wo so ein Rohrstück vielleicht fehlt oder so. Ich mache kurz Licht anständig. Hm. Sehe nichts dergleichen. Kann ich wohl erst später hier irgendwas machen. So, und diese Tür. Bitte auch eine Sackgasse, das finde ich gut. Dann hätte ich hier sowas wie eine sichere Basis. Ja, das gefällt mir. Sowas ähnliches wie eine sichere Basis, sag ich mal. Oh, Zettel. Zettel? Oh, Dekozettel. Dachte schon. Und die hängen alle so runter. Kann ich das hier dann vielleicht machen? Ja, kann ich. Klack. Hat Klack gemacht. War wohl gut. Mal schön langsam. So, jetzt habe ich es wohl angemacht, ne? Jetzt gehen die auch immer. Tja, jetzt funktioniert es, was auch immer. Keine Ahnung. Kein Plan. Auf jeden Fall habe ich es angemacht. Hm. Bleibt wohl nur hier. Ein toller Weg. Und hier ist auch schon ziemlich hell. Hm. Was haben wir denn hier? Hier ist eine Tür, hier ist eine Tür und hier ist eine Tür. Und da drüben in den Ecken, ist da irgendwas? Nee. Sieht nicht so aus. Sind das wieder kleine Sackgassen? Das fände ich, wie gesagt, immer noch gut. Oh, das sieht nicht so schön aus. Oder? Naja, doch, es geht eigentlich. Hebel. Vier Stück. Und Zeug. Eine Zange. Ach, die ist noch nicht vor. Aber du. Hölzerne Kurbel.
Du siehst interessant aus. Nix unter der Treppe. Das wäre doch so ein schönes Versteck. Ah, schade. Was bist du für ein Tank oder Behälter? Boiler? Keine Ahnung. Und was passiert, wenn ich mit den Hippen spiele? Fährt's etwas runter. Okay. Noch einer? Fährt's wieder etwas hoch? Und noch etwas hoch? Und noch etwas runter. Okay. Den wieder hoch. Fährt's ganz hoch. Und dann wieder runter. Hoch. Runter. Hoch. Und hoch. Aber weiter hoch geht's immer, oder? Gut, vielleicht soll ich es ja ganz runter machen. Das heißt, den runter, hoch, hoch, den runter und den noch runter. Okay. Das war gut. Was auch immer. Daniel, ist das du? What? What the shit? Huh? Schon strange, dass der mit mir redet. Hier nochmal das gleiche in grün. Hier liegen noch mehr so Rohre rum, aber die sind halt für nix. Toll. Es hat blau geleuchtet, jetzt hat es aufgehört. Endlich ein Zettel. Oh nein! Doch noch keiner, den ich lesen muss. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte. Wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitet, um alle Teile sorgsam aneinander zu fügen, brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Das ist eine interessante Botschaft. Es hört sich danach an, als wäre jemand, der Verfasser, wahrscheinlich Alexander. Steckt fest. Ach so, das ist der Sollzustand, dass ich weiß, wie es drüben funktionieren soll. Schon Generationen alt, also, Gut, ist ja eigentlich nicht so abwegig, dass er irgendwie einen Lebensverlängerungstrank dann gebraut hat. Gut, bleibt diese Tür. Die ist ja mal langweilig. Warum bist du hier? Löcher? Na? Mach mal zu, ich krieg ein bisschen Angst. Ne? Hier. Also. Geht ja nicht. Bin ich jetzt fertig hier drin? Ich hab die Teile in den Boden gesteckt. Toll. Gut, vielleicht war das jetzt ja schon alles, um das Ding zu reparieren. Repariere die Maschine, die die Ostbrücke antreibt. Vielleicht ist sie jetzt repariert, aber es updatet nur und zählt nur, wenn ich es wieder versuche, sie zu benutzen. Das ist vorstellbar. Das war ja alles harmlos hier. Muss ich dann doch sagen. Das blaue Licht blendete ihn, genau wie in dem dunklen Grab in Algerien. Es war so bezaubernd schön und er versuchte es zu erreichen. Die feste Hand des Barons hielt ihn jedoch zurück. Schauen wir mal. Jetzt. Kaputt.
Na, wir haben ja noch einen Weg da unten. Wir haben ja noch einen Weg. Wahrscheinlich kann ich dann jetzt dort das letzte tun. Also, was heißt wahrscheinlich? Wenn nicht, habe ich ein Problem. Bringt das was, wenn ich noch ein bisschen Öl? Nee, es muss nicht noch einmal. Ja, ich dachte halt, wisst ihr, vielleicht. Könnte ja sein. Hier erwarte ich eigentlich noch keine Zombies. Weil dann könnte ich ja die Leiter hoch oder so. Oh, oh. 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 Ich glaube, das sind die Giftpilze, von denen wir eben erzählt gekriegt haben, ne? Das ist ja blöd. Dann könnte ich hier jetzt nicht lang. Ha. Stellt sich natürlich die Frage, was denn? Okay. Gut, in dem Fall ist am wahrscheinlichsten doch, dass ich hier bei der ganzen Mechanik irgendwas vergessen oder übersehen habe. Also gehe ich da doch noch einmal hin. Kann ich hier jetzt übrigens wieder hochlassen? Macht das einen Unterschied? Nö. Macht keinen Unterschied. Gehen wir wieder in den Steuerraum. Er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, aber es zeichneten sich weder Formen noch Konturen ab. Was gibt's hier noch, was ich übersehen habe? Irgendwas in diesem Raum? Augenscheinlich nicht. Drüben rumpelt es halt vor sich hin. Da hängen diese tollen Gewichte. Wofür auch immer. Und hier kann ich nichts mehr machen. Und sonst ist nichts drin in diesem Raum. Ne? Gegenüber. Boah, bam! Bam. Hm. Ich habe die jetzt versucht, mit Rechtsklick so aufzustoßen, aber ging noch. Kann ich auch nicht mehr drehen. Es steckt fest. Das bedeutet wohl, ist schon gelöst. Lass hängen, ist gut so, wie es ist. Würde ich sagen. Also in den nächsten Raum. Ja, vielleicht stört es ihn ja, dass ich die Kisten hier habe. Vielleicht ist das irgendein Trigger, dass die Tür hinter mir zugehen muss und ich dann vielleicht eingesperrt bin, dass es dann nicht mehr geht. Oder das Ding hier kaputt ist oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht macht es einen Unterschied. Vielleicht hängt es daran. Ansonsten sehe ich in diesem Raum hier jetzt nichts von Interesse. Haben wir auch noch mal mit extra Licht. Hier drüben in dem Eck. Können wir noch eine Fackel anmachen. Oder zwei sogar. Aber ansonsten nö. Hier drin ist dieser Kolben ganz reingefahren und ich kann nichts daran ändern. Steckt fest. Steckt fest. Ja, die stecken alle fest. Steckt fest und steckt fest. Unter der Treppe ist wahrscheinlich auch nichts. Nein. Auch nichts. Dieses Flatsch. Geräusch ist schon eklig. Sonst hier hinten, nö. Nö. Hier ist nichts. Gegenüber. Oh, ganz viele Steine zum Mitnehmen. Warum sollte ich? Was mache ich eigentlich mit der Holzkurbel? Eine hölzerne Kurbel für eine Maschine. Daran hängt es bestimmt. Da steht irgendwo eine scheiß Maschine rum, wo ich kurbeln soll. Ah, jetzt, ja, dort drüben in den Raum waren doch so viele Löcher in der Wand. Da muss ich bestimmt in irgendeins mit der Kurbel rein. Hier, guck doch mal, die ganzen Löcher, die sind doch wohl auch für was. Der Gegenstand kann auf kein Objekt angewendet werden. Hm. Ja, und was dann? Hier ist nichts.